Jede Woche wird in Deutschland eine Minderjährige verheiratet. Das schätzt die Hilfsorganisation Terre des Femmes. Für diesen Film treffe ich drei Frauen, die von Zwangsheirat betroffen sind. Heutzutage nenne ich das moderne Sklaverei, also im eigenen Familie. Ich beschäftige mich mit dem Thema, seit es das Gesetz gegen Kinderehen gibt. Das soll im Ausland legal geschlossene Ehen unter 16 in Deutschland automatisch nicht anerkennen. In einigen Kulturen kann man das nicht nachvollziehen. Das finde ich irgendwie verwunderlich, ja, das für euch, also für die deutsche Gesellschaft, dass es nicht normal ist. Das hier ist ein Film, in dem ich mich als westliche Frau hinterfrage. Kann ich mich pauschal über Traditionen anderer Kulturen stellen? Oder ist das bei Schilderungen wie dieser genau richtig? Solange der Mann genug Geld hat und solange er einen Namen hat und in meiner Kaste ist, egal. Vollkommen egal. Für die Frau, die ich jetzt gleich treffe, ist ein Interview lebensgefährlich. Denn die Frau, die ich gleich treffe, wurde mit 15 Jahren zwangsverheiratet und konnte dann nach Jahren sich von ihrem Ehemann befreien und fliehen und lebt seitdem aber in der ständigen Angst, dass ihr Mann oder die Familie ihres Ex-Mannes ihr was antun könnte. Deswegen müssen wir aufpassen, wie wir das filmen. Wir dürfen nicht sagen, wo wir sie treffen. Wir dürfen nicht ihren richtigen Namen sagen. Und sie zeigt sich uns auch nur mit Perücke. Das Interview mit Irina plane ich schon seit 3 Monaten. Jemanden zu finden, der von Zwangsheirat betroffen ist und öffentlich darüber reden will, ist schwierig. Den Kontakt zu Irina habe ich durch eine Autorin bekommen, mit der sie zusammen ein Buch über ihre Zwangsheirat geschrieben hat. Erst haben wir nur Mails geschrieben, irgendwann hat Irina mich unterdrückt angerufen. Einen Monat lang habe ich gar nichts von ihr gehört. Vor 2 Tagen kam dann endlich die Zusage. Hallo, Alina Schulz hier, Frau Badawi. Ja, einen Moment. Die Kamera muss unten bleiben, bis Irina ihre Perücke und ihre Sonnenbrille aufhat. Vorher dürfen wir sie nicht zeigen. Ja, genau, so siehst du anders aus. Irina kommt aus Georgien und ist Jesidin. Das ist eine verfolgte religiöse Minderheit im Nahen Osten. Als ihre Familie nach Deutschland flüchtet, ist sie 15. Für meinen Vater war das ein Kulturschock, wenn ich jetzt nachhinein sehe, westliche Welt, europäische Welt, plötzlich stellt die Behörden Ansprüche, dass wir zu Schulen gehen müssen, also plötzlich entmündet, er hat sich so gefühlt. Irinas Vater hat Angst, dass sie sich in einen anderen Jungen verlieben und die Familienehre beschmutzen könnte. Deshalb arrangiert er mit einer anderen Familie eine Hochzeit für sie. Den Bräutigam kennt sie nicht. Er ist zu diesem Zeitpunkt 29. Ein jesidischer Geistlicher traut die beiden in einer ehemaligen Bundeswehrkaserne. Das sind so viele Menschen und eigentlich willst du gar nicht da sein. Also das sind so viele Emotionen, dein Kopf kocht einfach. Ne? Er hat versucht, auch meine Hand zu halten. Also auch nur als er Ehering mir angesteckt hat, da habe ich seine Berührung und da habe ich schon in dem Moment, wie unangenehm mir das ist. Ich habe mich geekelt davon. Nachhinein, da denke ich, wie kann man so grausam sein? Also liebt ihr euch eure Kinder nicht? Also warum bringt ihr uns zur Welt und später sowas mit uns zu veranstalten? Irinas Lebensgeschichte zu hören überfordert mich. Sie erzählt mir, dass sie in ihrer Ehe erniedrigt, vergewaltigt und geschlagen wird. Und das täglich. So hat sich immer wieder Gewalt hochgesteigert. Und wenn ich immer wieder ihm gesagt habe, warum tust du das? Warum machst du das? Ja, du gehörst mir. Das ist meine Sache. Du hast gefälligst, das zu machen, was ich dir sage. Klingt so, als wenn das auch wirklich der einzige Wert ist, irgendwie den Frauen da beigebracht. Es ist einziger Wert. Wir sind als Frauen nicht da wert. Nichts. Wir haben als Frauen nichts zu sagen gehabt. Oder wir waren nur, heutzutage nenne ich das moderne Sklaverei, also im eigenen Familien. Du bist da nicht zu sagen. Du hast hier da zu putzen, zu kochen, wenn du noch Pech hast, eine Großfamilie zu versorgen, wenn noch beide deine Schwiegereltern am Leben sind, noch als Pflegekraft für die noch musst du da sein und auch noch ein sexuelles Objekt für deinen Mann. Ich fühle mich schlecht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Irina wegen meiner Fragen mit den Tränen kämpft. Was sie in 8 Jahren Ehe durchmachen muss, ist für mich unvorstellbar. Erst als sie keinen anderen Weg mehr sieht, traut sie sich, zur Ausländerbehörde zu flüchten. Die vermitteln sie sofort an ein Frauenhaus. Die Ausländerbehörde war für mich die letzte Option.
Ich hatte eigentlich vor, mich hier unter dem Zug zu werfen. Ich stand auch an Gleisen, der Zug kam auch schon. Und alles, also ich war bereit, mich mit meine Kinder waren so in meiner Hand und ich war mit einem Fuß schon über dem Bahnsteig. Also lieber bin ich im Grab, lieber werde ich von Würmern zerfressen, als von dieser Familie, von diesen Menschen zerfressen zu werden. Das ist doch total gestört. Das ist doch total krank alles, oder? Ja, es ist krank, aber es ist passiert hier. Und es passiert bis heute. Boah. Nur durch das Frauenhaus konnte sich Irina ein neues Leben aufbauen. Heute hilft sie als Beraterin selbst jungen Frauen in Not. Ich hätte sie gerne auch dahin begleitet, aber das geht nicht. Zu gefährlich. Ich werde mir deshalb in einer anderen Beratungsstelle angucken, wie jungen Mädchen in solchen Situationen geholfen werden kann. Boah, war das krass. Ich fand es echt richtig, richtig emotional, das Gespräch, und auch sehr, sehr anstrengend. Irgendwie sehr schwer vorstellbar, wie viel eine Frau aushalten muss und aushalten kann. Und ja, ich glaube, das war so bisher das krasseste und emotionalste Interview, was ich jemals geführt habe. Unvorstellbar, dass sowas nicht nur irgendwo im Ausland, sondern hier stattfindet. Ich frage mich, ob Irina ein Einzelschicksal ist oder ob es auch anders geht. Ich habe für diesen Film ein junges syrisches Paar gefunden, das nach eigenen Angaben glücklich ist. Bevor ich zu ihnen fahre, treffe ich Haysam. Er ist auch Syrer und wird uns bei der Übersetzung des Interviews helfen. Freut mich, dich kennenzulernen. Na, das ist der Florian, hallo, die Kameramann, Florian. Der Filmtups. Hallo. Filmt das schon mal alles mit, danke dir. Haysam hat früher in einer Beratungsstelle für Migranten gearbeitet und den Kontakt zu dem Paar hergestellt. Hast du denn andere junge Ehepaare, wo das auch normal ist, dass man sich so früh heiratet? Ja, ja, aber das sind hier die beiden, das ist ein Sonderfall. Mhm. Die lieben sich wirklich, das ist kein Spiel oder wenn solche Eheschließungen ja, so funktionieren, da bin ich dafür. Mhm. Ich meine, ich bin dagegen jetzt im Prinzip, ja. Mhm. Das ist klein Kind, aber die Liebe wirst du selber erleben nachher. Mhm. Das ist einmalig. Ich bin skeptisch. Aya ist 18, Muhaf 31. Und die beiden haben zwei Kinder. In Syrien haben sie geheiratet, als Aya 15 war. Haysam bringt uns zu ihnen. Hallo. Hallo. Hallo, wer bist du denn? Freut mich, ich bin Alina. Ihre Ehe ist in Syrien legal. In Deutschland wird sie nicht anerkannt. Grund dafür ist das Gesetz gegen Kinderehen, das es seit 2017 gibt. Im Ausland legal geschlossene Ehen unter 16, wie die von Aya und Muhaf, sind seitdem automatisch unwirksam. Ist ihnen aber egal, sagt Haysam. Die beiden waren eine Zeit lang Nachbarn, kannten sich aber nur vom Sehen. Wie genau kam das denn? Das heißt, irgendwie Muhaf hat dich gesehen oder hast du ihn angesprochen? Hat er dich angesprochen? Wie genau war das? Nein. Was denn? Das darf sie sowas nicht machen. Das ist strafbar. Und seine Mutter hat mit ihrer Mutter gesprochen und da haben die das geregelt. Okay, doofe Frage. War aber auch ein Eisbrecher. Hättest du auch sagen können, nee, so Muhaf ist ganz okay, aber ich möchte nicht? Sie hat die Möglichkeit abzulehnen, ja. Mhm. Hast du dich bereit gefühlt dafür, als das dann soweit war? Weil du warst 15. Ja, richtig. Und ich versuche mich halt gerade zu erinnern, wie ich war, als ich 15 war. Ja, und ich hätte, also ich habe an alles gedacht, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, zu heiraten. Ja, ich war sehr überrascht. Das kam meine Mutter zu mir und die hat gesagt, es kommt jemand, der will meine Hand bitten. Und der hat gesagt, sie war überrascht. Also der hat auch nicht dran gedacht. Aber gut, überrascht wäre ich, das glaube ich dann jeder, wenn sowas kommt. Aber hast du dich bereit gefühlt? Ich weiß nicht genau, wie ich Ayas Reaktion deuten soll. Ich will auch wissen, wie Muhaf zu dem Thema steht. Oder für mich ist es auch irgendwie schwer vorstellbar, wenn ich mir vorstelle, irgendwie, ne, Kinder heiraten hier mit 15, dann klingt das erstmal irgendwie krass. Aber kannst du das auch verstehen, dass es Leute gibt, die das kritisieren?
Sagt er, was ich nicht verstehe, ja? Die deutschen Mädchen und Jungs, die sind auch zusammen mit sogar 14 und er und die leben vielleicht auch zusammen, ja? Trotz, dass sie vielleicht bei ihren Eltern und die haben normal Beziehungen. Unterschied zu uns, wir haben nur eine Eheschließung, die haben keine. Und zwei kleine Kinder. Muhafs Antwort zeigt, wie schwierig das Thema ist. Ayas Eltern wohnen direkt um die Ecke. Mich interessiert, ob sie kein Problem damit hatten, Aya mit 15 mit einem fast doppelt so alten Mann zu verheiraten. Wir haben uns hier zu einem syrischen Frühstück verabredet. Ich komme mir schlecht vor, weil in der Küche alles vorbereitet wird. Hallo. Aya, können wir irgendwie helfen? Ich fühle mich so schlecht. Wir dürfen nichts machen. Wir wollen uns hinsetzen. Frühstücken. Frühstücken. Das Frühstücken Syrisch. Syrisch, ja, sieht super aus. War das für dich komisch als Vater, deine Tochter quasi schon so früh mit 15 zu einem anderen Mann zu geben? Das ist ganz normale Sache. Wenn wir in den Islam leben, wie es in Belug und es ist, dass sie Reide und Kassel ist, haben wir nicht gesagt. Ich sage dann im Islam, wenn die Frau reif ist und die ist einverstanden, das Mädchen, das ist, spricht nicht dagegen. Aber wenn er jetzt gesagt hätte, nee, ich möchte nicht, ich fühle mich zu jung, wäre das dann okay gewesen für dich? Ich sage, ich habe nicht die Jungs, wenn du es willst, dann kannst. إذا عندك ما بدي يتجوز هلا لا بالسن يعني ولا لا براحتك بيجي براحتك ما بخصبها ايش سوينزي تو غاني مش بالعكس ليك النتيجه ما احلاهم كوك ما دي اجيبنس كوك ما في في jetzt hier sitzen alle glücklich. Mit meinen Fragen komme ich mir hier komisch vor. Keiner kann verstehen, warum ich es so befremdlich finde, seine Kinder so früh zu verheiraten. Ayas Vater erzählt mir, dass seine Mutter auch nur 15 Jahre älter ist als er. Muhafs Mutter war 13,5, als sie geheiratet hat. Findet er ganz normal. Eine Frage habe ich noch. Würde Aya ihre Kinder auch so früh verheiraten? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Weil ich muss meine Kinder mit mir bleiben. Wie soll man die bleiben? Aber es muss doch machen und lernen. Ja, und lernen auch. Wenn sie heiraten, ich sage ja. Dann sie sagt nicht verheiraten. Was sie möchte, ne? Ja. Beim Essen wirken alle entspannt auf mich. Aber wer hier wirklich glücklich ist, kann ich nach wenigen Stunden natürlich nicht sagen. Natürlich muss man sich die Frage stellen, ob Aya mit 15 wirklich schon begreifen konnte, auf was sie sich da einlässt. Und ob nicht vielleicht doch ein kleiner Teil von ihr ja gesagt hat, um irgendwie den Vorstellungen ihrer Eltern gerecht zu werden. Das kann ich alles nicht beurteilen. Aber ich finde, was mir zumindest das Treffen gezeigt hat, ist, dass es eben einfach Kulturen gibt, in denen das normal ist, seit sehr, sehr vielen Jahren. Und dass das deswegen einfach auch gar nicht so in Frage gestellt wird. Und auch, wie tief dieses Unverständnis dafür ist, dass es bei uns einfach so absurd ist und ja, eben auch verboten ist. Auch wenn Aya und Muhaf sagen, sie sind glücklich, sehr viele Mädchen in der gleichen Situation sind es nicht. Ich will wissen, wie den Mädchen geholfen werden kann und mache mich auf den Weg nach Stuttgart. Hier bin ich mit Dagmar Braun von der Evangelischen Gesellschaft verabredet. Sie ist unter anderem für die Beratungsstelle Yasemin zuständig. Zwangsheirat ist hier ein häufiges Thema. Ich will wissen, wie sie das Gesetz gegen Kinderehen sieht. Dieses Gesetz gegen Kinderehen, ich finde, es ist ein Statement. Also es ist ein wichtiges Statement, dass man das nicht will und dass das nicht den Menschenrechten entspricht und dass das nicht in Ordnung ist. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Also, es wird nur hier erlebt in der Beratungsstelle, dass es halt sehr, sehr viel Unklarheit gibt und sehr viel Unsicherheit im Umgang mit dem Gesetz. Weil letztendlich hängt bisher noch kein Verfahren dran. Also wie ist es denn, wenn ich jetzt was mitbekomme? Muss ich denn dann anzeigen? Wer zeigt dann an? Wen zeige ich an? Was passiert, wenn ich anzeige? Außerdem wissen viele Betroffene selbst nichts von dem Gesetz. Vom Justizministerium wollte ich wissen, wie viele Kinderehen aufgelöst wurden, seit es das Gesetz gibt. Die Antwort: bislang keine belastbaren Zahlen. Ob es wirklich etwas bringt, lässt sich deshalb noch nicht sagen.
Frau Braun erzählt mir, dass die Beratungsstelle versucht, durch Vorträge in Schulen ein Bewusstsein für das Verbot von Kinderehen zu schaffen. Mädchen, deren einziger Ausweg die Flucht von zu Hause ist, bringt das Hilfsprogramm Rosa in Schutzwohnungen unter. Hier gibt es anfangs strenge Regeln. Anonymität mit allem, was dazugehört. Das heißt, also Handy ist natürlich ein Riesending. Man muss aber auch praktisch dieses ganze Formale klären, damit es wirklich einen Bruch gibt, damit wirklich niemand nachvollziehen kann und nachverfolgen kann, wo die jungen Frauen leben. Sie müssen sich in der Gruppe zurechtfinden, sie müssen trotz alledem in dieser Wohngruppe ein selbstbestimmtes Leben erlernen, weil sie ja oft aus einem Umfeld kommen, wo sie gar nicht so viele Möglichkeiten hatten, sich überhaupt selbstbestimmt mal ihre Meinung zu äußern. In den Schutzwohnungen leben anfangs 4 Mädchen zusammen. Später wohnen die Mädchen dann allein, können ihre Betreuer aber jederzeit anrufen. So wie Alessia, die in diesem Film so genannt werden möchte. Sie ist 21 und lebt seit 5 Jahren in den Schutzwohnungen. Eigentlich wollte ich sie genau da besuchen, doch das geht nicht. Zu gefährlich. Deshalb müssen wir auch ihre Stimme verfremden. Sag mal so, ich lebte ja 16 Jahre daheim, mhm, und habe wirklich viel erleben müssen, bis ich die Entscheidung treffen, mhm, konnte, dass ich, hey, ich gehe, ich kann nicht mehr. Mhm. Und die Entscheidung zu treffen ist halt auch hart, weil man nicht weiß, wo kann ich hin, wer kann mir helfen. Auch Alessia ist Jesidin. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und sollte mit 16 zwangsverheiratet werden. Kurz davor konnte sie von zu Hause abhauen. Was sie durchmachen musste, macht mich sprachlos. Kam ständig so, ich wünschte, du wärst nicht geboren worden. Du bist so, ich wünschte, du wärst einfach nur vor ein Auto. Also einfach vor ein Auto stehen und es wollte ich einfach überfahren, weil dann wäre uns ein Problem weniger. Und das haben die zu dir so gesagt? Ja, das war Standard bei mir. Ich wollte jeden Tag erstmal, also mein Vater, gerade als ich älter geworden bin, so 15, hat er zu mir gesagt, ich weiß, dass du eine kleine dreckige Hure bist und ich weiß, dass du schlimme Dinge in der Schule machst. Und wenn ich irgendwas rausfinde, dann schmeiße ich dich selbst auf die Straße und schlag dir davor deine ganzen Zähne aus, damit kein Mann für dich Geld zahlen würde. Ja, und sowas kam halt öfter. Das alles erzählt Alessia mir in den ersten 5 Minuten des Interviews. Dass sie so offen über ihr Leid reden kann, überfordert mich. Weil sie keine Freunde treffen darf, kann sie sich lange niemandem anvertrauen, bis in der Schule endlich jemand merkt, dass etwas nicht stimmt. Und dann führte das alles zu dem Tag, wo meine Lehrerin mich gefragt hat, was ist mit mir los? Und ich habe angefangen zu flennen und habe ihr gesagt, ich kann nicht mehr. Und meine Mutter und mein Vater, meine Schwester, ich habe ihr alles erzählt. Mhm. Hat sie gesagt, hat sie mich gefragt, darf ich dir helfen? Es ist das erste Mal, dass jemand fragt, wie es Alessia geht. Was für eine unfassbar traurige Vorstellung. Über ihre Lehrerin bekommt sie Kontakt zu einer Beratungsstelle, die ihr bei ihrer Flucht hilft. 3 Monate kommt sie in einem Frauenhaus unter, dann endlich ist ein Platz in der Schutz-WG frei. Ich bin jemand, ich passe mich schnell an, deswegen habe ich mich schnell gefühlt, wie ich gehöre hierher. Aber auch meine anderen Mädchen, mit denen ich zusammengelebt habe, war es sehr schwer. Weil sie waren auch, haben ihren Päckchen zu tragen und ich meine, so, wir sind viel kollidiert. Das war auch schlimm für mich, ich habe auch viel geweint. Es war für mich hart. Die Betreuer waren für mich da, aber es war schwer, mich zu öffnen. Nur durch viel Zeit, intensive psychologische Betreuung und ihre Leidenschaft zur Kunst kann Alessia das, was sie in ihrer Kindheit erleben musste, verarbeiten. Mit ihrer Familie hat sie endgültig gebrochen. Ihren Vater und ihre Geschwister will sie nie mehr wiedersehen, sagt sie. Nur mit ihrer Mutter kann sie sich irgendwann ein Treffen vorstellen. Ich würde ihr gern ein Leben schenken, das sie sich schon als kleines Kind gewünscht hat. Ich würde gern, auch wenn sie alt ist, mit ihr reisen und ihr Dinge zeigen, und sie in den Arm nehmen und ihr Liebe zeigen, weil sie hat keine Liebe bekommen. So weder hat mein Vater und weder haben ihre Großeltern. Und daraus, durch diese ganze Kette an null Liebe und viel Hass, klar macht man sowas. Ich verzeihe ihnen nicht, aber ich kann verstehen, warum. Ja, danke fürs Zugucken. Für mich war es ein sehr schwieriger Film und vor allen Dingen eine richtige emotionale Achterbahnfahrt von irgendwie Selbstmordgedanken bis hin zu scheinbarem Familienglück, war ja alles mit dabei. Mich interessiert aber, wie ihr den Film fandet. Kommentiert gerne fleißig mit und nächste Woche Montag beantworte ich eure Fragen auf unserem Zweitkanal. Und oben haben wir euch auch noch den Zweitehen-Film von Gülzerin verlinkt. Guckt da doch auch mal rein. Und ja, dann bis Montag. Macht's gut.